6 Megaboxen, wir können 4 Brawler ziehen, wir können jetzt Mr. P ziehen, wir können Max ziehen, wir können auch einen legendären Brawler ziehen. Let's go. Unterstütze mich mit dem Creator-Code in Brawlstars. Dafür kannst du eben ganz rechts im Shop meinen Code JoJonas eingeben und mich damit eben kostenlos unterstützen. Danke. Mmh. Oh mein Gott. Supercell schenkt uns einfach 6 Megaboxen. Wir bekommen 6 Megaboxen umsonst. Was ist das denn für eine Überraschung direkt? Wie geil. Was, wir können Max ziehen, wir können Mr. P ziehen, wir können Spike ziehen und wir können Sandy ziehen. Also wir können jetzt hier eine ganze Menge auf jeden Fall ziehen und ich würde sagen, wir starten jetzt hier rein. Wenn es nicht klappt, ich nehme auch gerne einen legendären. Also da hätte ich jetzt auch nichts dagegen, ne? Also mal schauen. Ja, 8-Bit und Baby. Wir haben noch insgesamt 100 Boxen vor uns. Mal schauen. Powerpunkte, Baby und B. Bisher leider nicht das Glück, aber nicht vergessen, wir haben, wenn alles schief geht, es ist halt echt, es ist das beste Geschenk, was Supercell je rausgehauen hat, würde ich sagen. 6 Megaboxen einfach. Übrigens gibt's die, weil der Trophäenpfad nicht so geil war, ne? Weil der Trophäenpfad wurde ja verbessert, hier. Die noch weiter drunter sind, es gibt weiter oben, gibt es mehr Megaboxen zu holen. Und da profitieren halt die Leute davon, die eben noch keine 10.000 Trophäen haben, ne? Und ich bin ja bei 15.000 Trophäen, das heißt, ich profitiere davon gar nicht. Und deswegen bekomme ich die Megaboxen noch geschenkt, die ich verpasst habe. B und Bibi. Wir haben noch 80 Boxen vor uns. Mal schauen. Bibi. Wieder. Ich ziehe jetzt B und Bibi. Kann das sein, dass wir die noch nicht maxed haben? Wir ziehen nur B und Bibi. WTF. Aber vielleicht sind wir auch ein paar Star Powers. Das wäre schon nice. Wieder B. Wieder B. Was? Wir ziehen nur noch B. Oh, nein. Jetzt habe ich Leute auf eine FL angenommen. Nee, wir können nur noch B ziehen jetzt. Komm, bitte. Gebt mir einfach einen neuen Brawler. Ich will Mr. P, ich nehme auch gerne Spike, ich nehme auch Sandy und ich nehme auch Max von mir aus, aber irgendwas Neues ist hier einfach. Wir kriegen wieder B. Münzen, wieder B, komm. Wieder, Alter, wir haben B als einziges, wir haben sonst alles Max. WTF ist auch krank. Okay, was habt ihr reingeschrieben, Die meisten sagen, was ziehe ich, was habt ihr reingeschrieben? Hey, ich schreibe niemand, Leute, schaut mal rein, was ich ziehe. Ich hab das nicht, oder hab ich's überlesen? Vielleicht ist der Chat schon zu weit oben, weil ich so viel reinspamme, ich weiß nicht. Mal schauen, egal. Wir könnten ihn noch kaufen, ich weiß, für 350 Juwelen, das können wir auch machen. Aber wenn wir ihn aus Gratisboxen ziehen würden, wäre es natürlich absolut nice. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn kaufen würde, weil er immer 20 Euro kostet. Aber ich glaube, ich würde ihn dann extra für euch kaufen, ne? Aber ich würde natürlich lieber ziehen. Also krank wäre, wenn wir den legendären Warlord ziehen würden. Mal schauen. Mal schauen. Aber bisher haben wir nichts gezogen. Wir haben nicht mal eine Star Power gezogen. Dieses Opening ist echt bisher ziemlich, ziemlich bitter, muss man sagen. Wir haben jetzt insgesamt, wir haben jetzt noch 50 Boxen vor uns. Auch danke gerade an King Juli für das Abo. Und wie gesagt, wenn ihr neu dabei seid, könnt ihr gerne auch ein Abo dalassen. Und hier gerade nochmal einblenden, wie viele Boxen wir haben. Wir haben insgesamt jetzt hier noch 44, Sekunde jetzt, hier 44 Boxen vor uns. Und wir haben noch die Megaboxen, plus wir können auch das Angebot kaufen. Also mal schauen, wieder hier B gezogen, wieder B. Wir müssen mal was anderes aus der, wir ziehen nur B. Ich glaube, es ist der einzige Brawler, den wir nicht maxed haben. Deswegen, ja! Was ist das? Mortis entzieht Brawler, die er besiegt, Lebensessenz, wodurch er 1800 seiner Trefferpunkte wiederherstellt. Sprich, wenn Mortis einen Brawler killt, bekommt er 1800 Leben dazu. Das ist ziemlich nice, was er wirklich sagen. Das ist eine geile Star Power. Wir hatten auch, glaube ich, schon die andere Star Power von Mortis. Und vielleicht ziehen wir zumindest ein paar Star Power. Aber ich will wenigstens einen neuen Brawler ziehen. Also wenn, ich will zumindest Max oder ich will Mr. P ziehen. Also das wäre schon ganz nice, ne? Mal schauen. Und wenn das nicht klappt, dann kaufen wir uns einfach im Shop, okay? Also keine Sorge. Ihr werdet auf jeden Fall jetzt hier geiles Update... Oh mein Gott, let's go. Geiles Update-Gameplay bekommen. Nächste Star Power haben wir. Genie hat alle seine Verbündeten in seiner Nähe um 400 Trefferpunkte pro Sekunde. Was heißt das? Ach so, Genie ist saukrass. Wenn irgendwer um ihn rumsteht, dann halt er, egal was er macht, er halt immer um 400 Trefferpunkte pro Sekunde die anderen Brawler um ihn rum. Das ist übel nice. Das ist eine richtig heftige Star Power. Wir haben nur noch 20 Boxen übrig und... Oh mein Gott, wir kriegen jetzt nur noch Münzen. Wir kriegen nur noch Münzen jetzt. Wir brauchen jetzt einfach irgendwas Neues. Wir kriegen einfach nur noch Münzen. Bitte. Ein paar Boxen haben wir noch. 18 Boxen kommen Münzen wieder. Wieder Münzen. 15 Boxen. Münzen. 104... Ah, wir kriegen ja sau viele Münzen zumindest. Komm. Wisst ihr, was wir machen? Wir createn die gerade ab, weil dann können wir noch ein paar Star Powers mehr ziehen. Wir createn hier mal B gerade schnell ab. Alter, oh lol. Die neue Übersicht sieht übel nice aus. Alter, WTF. Wir graden hier gerade noch schnell ab. Alter, B ist halt hier auch. Alter, die Upgrades sehen auch übel nice aus ab jetzt. Und wir können hier noch... Das Ding ist, wenn wir die Brawler hier auf Power 9 bekommen, dann können wir die halt auf Star Power Level kriegen. Ich würde sagen, 8-Bit machen wir auf jeden Fall deswegen auch noch. Wir können halt für jeden dann hier die Star Power ziehen. Deswegen mache ich das auch gerade. Was haben wir noch zum Upgrade? Was haben wir noch? Wir hätten noch Ems, würde ich sagen. Ja, ist halt jetzt die Frage, was wir nehmen, ne? Ich würde mal sagen, wir nehmen noch Rosa. Ist auch ziemlich nice. Ich weiß auch gar nicht, was für Star Powers die so haben. Ah, Rosa zum Beispiel eine Star Power, dass sie Leben im Busch generiert oder
220 Schaden pro Sekunde. Keine Ahnung. Ah, Superskill macht mehr Schaden, auch interessant. Wie viel Dings haben wir noch? Wie viel Gold? Okay, wir müssen erstmal wieder ein paar Boxen öffnen. Wir haben jetzt hier noch 11 Boxen, Leute. Wir müssen jetzt erstmal. Wir kriegen halt übel viele Münzen, so wir müssen erstmal mal schauen. Wen können wir noch upgraden von den. Wen würdet ihr denn upgraden? Was sagt ihr? Ah, es kommt ein bisschen spät. Der Chat ist ein bisschen verzögert, tut mir leid. Der Chat ist auch leicht verzögert. Was machen wir? Wieso ist Tara weiß? Dieser weiße Rand heißt, dass wir den Brawler gerade ausgewählt haben. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach noch. Komm, wir nehmen noch Baby, oder? Wir nehmen noch Baby, komm. Okay, wir nehmen Baby. Okay, so. Damit haben wir, Alter, wir haben fast einen Max-Account einfach. Das ist halt echt krank. Wir haben jetzt hier nur noch. Wie viel? 6 Brawler, die nicht Max sind. Auch absolut krank. So, 9 Boxen haben wir noch. 8. 7. 6. 5. Starpower, komm. Nee. Wenigstens noch eine Starpower, komm. 4. Nein. 3. 2. Bitte. 1. Nein, leider nichts gezogen. So, das heißt, wir haben jetzt hier noch 6 große Boxen und danach 6 Megaboxen. Wir wollen nur einen neuen Brawler. Ansonsten müssten wir jetzt hier im Shop Mr. P kaufen. Auf geht's, Big Box. Let's go. Erste Big Box. Wünscht mir Glück, Leute. Auf geht's. Wenigstens ein Star Power. Nur Münzen. Leider nur Münzen. Aber immerhin 163 Münzen, was auch ziemlich nice ist, aber trotzdem schade. Nächste Big Box, komm. Ja, wieder nur. Jetzt kriegst du zumindest noch ein paar Tickets und Juwelen. Nächste Big Box, komm. Wieder nichts. 3 Big Boxen haben wir noch. Auf geht's. Die Megaboxen kommen danach. Die Münzen sind nice, aber wir können zumindest wieder das upgraden gerade. Sekunde. Das wird es auch ausnutzen. Wir graden jetzt hier mal, würde ich sagen, Tick Up. Der ist auch ziemlich gut. Dass wir auch hier die Star Power ziehen können. 2 Big Boxen haben wir noch. Auf geht's. Wieder Münzen. Letzte Big Box. Wieder Münzen. Die Münzen sind echt nice, muss man sagen, aber wir haben keinen einzigen neuen Brawler gezogen. Okay, würde ich sagen, an der Stelle, wir kommen jetzt hier zum Shop, wir kommen jetzt hier zu 6 Megaboxen. Wünscht mir Glück, Leute, wir brauchen jetzt hier den neuen Brawler. Ansonsten müssen wir hier Mr. P im Shop kaufen. Wir kaufen auf jeden Fall den Koala Nita Skin, würde ich sagen, gleich. Auf geht's. 6 Megaboxen, wir können 4 Brawler ziehen, wir können jetzt Mr. P ziehen, wir können Max ziehen, wir können auch einen legendären Brawler ziehen. Let's go. Erste Megabox. Ist ein neuer? So. Nein, wir haben 9. Oh mein Gott, es blinkt. Ja! Wir ziehen jetzt entweder Max, Mr. P oder einen legendären Brawler. Bitte einen legendären. Das wäre noch besser. Leute, wünsche mir Glück. Alle im Chat mal gerne tippen, was wir jetzt ziehen. Ich würde drauf tippen, dass wir jetzt Mr. P ziehen. Bitte. Mr. P! Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Wir haben ihn echt gezogen in der ersten Megabox. Wir haben noch 5 Megaboxen vor uns. Das kann so ein heftiges Opening werden. Das ist absolut nice. Oh mein Gott, Alter. 11 Juwelen auch noch, Leute. Es ist krank. In der ersten Megabox. Wir haben gerade eben 100 Boxen geöffnet und nichts bekommen. Okay, nächste Megabox. Wir haben noch 5 vor. Wir können auch einen legendären Brawler ziehen, alles. Zweite. Wir ziehen Münzen. Nee, ist nichts Neues, ist nichts Neues. Wir ziehen jetzt Power-Ups für Mr. P, deswegen. Auch danke an der Stelle an Arthur Hübner für den Abo. Kann auch gerne ein Abo dalassen an der Stelle. Danke auch an allen neuen Zuschauern. Ist echt Wahnsinn, wie schnell der Kanal wächst, ne? Irgendwas Neues? Nee. Aber Mr. P, 138 Power-Ups. Das ist halt auch Wahnsinn, ne? Boah, wir können ja schon so hart upgraden jetzt gleich. Hoffentlich. Wir haben nicht so viele Münzen, glaube ich, nur. Dritte Megabox. Komm, irgendwas Geiles. Leider kein neuer Brawler. Aber wieder Münzen und wir bekommen was. Das ist halt 158. Also die Power-Ups sind halt echt heftig. Also für die Power-Ups hat sich halt echt schon gelohnt. Komm, nochmal. Dritte Megabox. Oder vierte, glaube ich. Vierte Megabox. Von 6 Stück. Wieder nur eine. Aber ist egal. Ich habe Mr. P schon gezogen. Kommt aber 159 Power-Ups für Mr. P. Ich bin nochmal gespannt, auf welche Stufen wir jetzt. Auf welche Stufe wir jetzt Mr. P bekommen werden. Weiter geht's. Fünfte Megabox. Wieder nur ein verbleibender. Komm. Wir haben 124 Power-Ups, bekommen auch Tickets, bekommen Markenverdoppler. Letzte Megabox. Komm, nochmal Glück. Nochmal am besten legendären Warlord oder sonst irgendwas. Leider nicht. 247 Münzen, bekommen mal 153 Power-Ups für Mr. P. Und ich würde sagen, an der Stelle kaufen wir uns jetzt auch nochmal, wie gesagt, wie versprochen, den Koala Nita Skin. An der Stelle, wie gesagt, wenn ihr irgendwas kauft, irgendwie Juwelen ausgibt, euch vielleicht auch den Skin kaufen wollt, könnt ihr mich gerne unterstützen mit meinem Creator-Code Jojonas im Shop. Und ich würde sagen, dazu holen wir uns jetzt auch noch den Koala Nita Skin. Der ist halt echt absolut nice. Auf geht's, kaufen für 80 Juwelen. Let's go. Also muss ich jetzt sagen, an der Stelle übrigens, die Einnahmen für den Skin gehen eben nach Australien, ne? Zur Bekämpfung der Buschbrände. Deswegen muss ich sagen, finde ich den Skin eigentlich auch ziemlich nice.
Und da kann man auf jeden Fall mal Unterstützung da lassen. Und jetzt haben wir 2000 Münzen. Wie hoch bekommen wir jetzt, Mr. P? Wir bekommen jetzt hier Power 2, Power 3, Power 4, Power 5, Power 6, nee, doch Power 6, Power 7. Wir haben Mr. P jetzt hier direkt Power 7.